auf 1 Savchenko. Ich muss mich mal konzentrieren, wenn ich sage Scholkovi, sondern Masso. Auf 2 die eben gesehenen Russen und dann auf 3 Mari Fahrtmann, Ruben Blommer, die, ich wiederhole mich gerne, einen tollen Auftritt hingelegt hatten. Jetzt aber die Olympiasieger von Sochi, Tatjana Volozoschar, Maxim Trankov. Es erwartet uns Bollywood. Und es erwartet uns eigentlich ein Paarlaufspektakel mit tollen Elementen. Ich bin gespannt, ob bei beiden die Nerven halten. Vor allem bei Maxim Trankov. Der war schon immer bekannt, dass er im entscheidenden Moment ein bisschen Schwierigkeiten hat. Wir drücken ihm dennoch die Daumen, dass es gut läuft. Gute Geschwindigkeit gleich zum Auftakt. Da sieht man, sieht ein Weltklasse-Paar, steht da auf dem Eis. Wurf, Lutz, perfekt. Bravo, Salcho. Der Blick auf die Punkte. Aljona und Bruno mit 39,97. Gleich werden sie die Deutschen überholen, links oben in der technischen Punktzahl. Ein fantastischer Auftritt von Tatjana Volozoschar und Maxim Trankov. Das war fabelhafte Paarlauf-Weltklasse. Wow! Was für ein Auftritt der Olympiasieger. Ich habe viel erwartet, aber das nicht. Die haben alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Alle haben sich gefragt, können sie sich motivieren, nochmal zurückzukommen? Aber wie, bitteschön? Man hat gesehen, sie haben mit einem Bollywood-Tänzer zusammengearbeitet, der ein Meisterstück, wie ich finde, aufs Eis gebracht hat mit den beiden. Das war durchgestylt von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ein klarer Vorteil gegenüber Aljona und Bruno. Da können die zwei, und zwar auch verständlich, noch nicht mithalten. Genau daran, das haben wir aber schon im Oktober, November gesagt, als wir den ersten Auftritt in Tallinn von Aljona und Bruno sahen, dass da noch nachgebessert werden muss. Da haben die beiden Russen hier ganz deutliche Vorteile. Keine Frage, da muss man die deutsche Brille mal absetzen und ehrlich sein. Das war fantastisch, was die beiden hier aufs Eis gesetzt haben. Sie 29, er 32. Aljona ist auch 32, die älteste Teilnehmerin bei diesen Europameisterschaften. Maxim Trankov, der älteste männliche Teilnehmer.
hat alles gepasst. Technik, brauchen wir gar nicht überlegen. Wir gucken mal auf die Landung, da war sie ziemlich schief in der Luft. Ich wollte eigentlich die Füße gerne sehen, weil ich war mir nicht sicher, ob sie da nicht mit dem zweiten Fuß touchiert hat. Kann ich nicht beurteilen, wirklich. Aber dann diese Hebungen, der Eingang in die Hebung, Bein über seinen Arm drüber, alles was da war von der ersten bis der letzten Sekunde, da war Sinn, da war Konzept dahinter. Von der ersten bis zur letzten Sekunde sind sie auch im Thema geblieben und haben sich überhaupt nicht abbringen lassen von irgendeiner Konzentrationsphase. Absolute Weltklasseleistung. Das wird die Führung werden, ganz klar. Und die wird auch, befürchte ich, deutlich sein gegenüber Aljona und Bruno. Aber ich weiß, die beiden Deutschen, sage ich jetzt mal so, auch wenn er noch Franzose ist, werden damit gut leben können. Denn morgen ist ja noch ein Tag. Morgen ist die Kür, die wir übrigens hier auf 1 Festival live zeigen werden, von 10 bis 13 Uhr vom ersten bis zum letzten Paar, wie heute schon. Und am Sonntag dann das Schaulaufen von 14.30 Uhr bis 17 Uhr hier live bei uns bei 1 Festival. Haben geheiratet im August, sind jetzt nicht nur auf dem Eis ein Paar, sondern auch privat. 79,77 Punkte, da sind sie noch 5 Punkte von ihrer persönlichen Bestmarke entfernt, aber übernehmen hier mit, ohne dass ich Taschenrechner jetzt in der Hand habe, knapp 4 Punkte Vorsprung vor Aljona und Bruno.